Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeitwirt auf Warshop-Spieler. Und ja, mit dem Szenario der Woche schützen Sie die Transsilvanier. Und ja, ein Halloween-Special mit tollen Hintergrund, komischen Viechern und neuen Schiffen, die ja so ein bisschen im Steampunk-Richtung designt sind. Sehen sehr, sehr interessant aus. Ich habe jetzt gerade mal kurz mal mit diesem Schiff, das war der Igor, bin ich eine Runde gefahren, bin auch leider, ja, hab nicht so ganz aufgepasst und dann war ich auch kaputt. Dann gibt es noch den Blade Abraham Van Helsinger, keine Ahnung. Ja, das habe ich noch nicht gespielt und ich wollte jetzt Mr. Jekyll spielen, oder? Henry Jekyll. Nee, Henry Hyde. Ach, das Schiff hieß Jekyll oder so, ne? Ja, das Schiff. Genau, das Schiff hieß Jekyll mit den beiden Fäusten vorne und ja, komisches Fenster auch vorne. Ja, legen wir mal los. Ich weiß nicht warum. Zurzeit sind nur die Halloween-Schiffe der Stufe 3 aktiv. Es gibt aber noch welche mit Stufe 8. Wenn ihr wisst, wann man die spielen kann und was man dafür machen muss, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht recherchiert. So. Ich habe schon vorhin festgestellt, dass der, wie hieß das Schiff jetzt gerade? Jekyll, ach, was weiß ich, der Kreuzer eine kurze Reichweite von 11 Kilometer hat. Genau, er auch. Und das jetzt hier irgendwie alle? Nur 11 Kilometer? Wir haben auch hier verbesserte Reparatur und verbesserte Hüllenheilung, sage ich jetzt einfach mal. Aber die Reichweite 11 Kilometer finde ich jetzt nicht so Gefechtsstation. der Hammer. So, Hauptaufgabe. Begleiten Sie die Transsilvanier. Machen wir doch. Stellen Sie sicher, dass die Transsilvanier nicht mehr als 50% ihrer TP-Trefferpunkte verliert. Beseitigen Sie alle Gegner. Machen wir liebend gern. Unterdrücken Sie alle Katapulte. Die Transsilvanier darf nicht zu stehen kommen. Gut. Katapult. Aber das ist natürlich ätzend. Ich komme hier nicht höher. Kommt trotzdem was an? Oh, so ein bisschen. Bestätigter Einschlag. Na komm. Lad nach da, Männer. Wir stoßen mit einem anderen Jekyll zusammen. Oh, ich drehe mal, ich drehe, drehe, drehe. So. Von links oder rechts kommen sie. Bisschen müssen wir uns noch drehen. Der kann aber so schnell fahren auf einmal, der Typ vor mir. Wir sollten der auf den schießen hier. Ah, wir haben diesmal Zerstörer mit dabei. Nur ein Kreuzer. Ein Kreuzer, ne? Stirb da hinten, Ziska. Nee, leider nicht von mir. So, wir müssen jetzt die Waffen drehen, aber die andere Ziska ist auch schon. Nee, sie heißt Zikasa. Zikasa ist das Schiff. Und jetzt geben wir auch mal ein bisschen Gas, aber drehen ein bisschen. Der Igor vor uns hat auch keine Torpedos.
Das haben wirklich hier nur die Zerstörer. Aber ich glaube, der Igor und Blade machen das schon. Aber sonst auch hier so, ja, das Gelände, der Mondschein so ein bisschen, wirkt richtig cool. Also richtig cool gemacht. Beim Schiffdesign, da kann man sich streiten, aber es ist mal was anderes. Es ist mal was anderes, es passt zu Halloween. Und ich freue mich eigentlich auch, dieses Spiel zu spielen. Also jetzt dieses Halloween-Special. Das ist eigentlich eine coole Idee. So. Und natürlich will ich jetzt mal hier das mal schaffen. Die Transylvania fährt nicht immer da lang, wo sie gerade lang fährt. Vorhin ist sie auf der anderen Seite lang gefahren. Also das variiert wohl ein bisschen. Ob sie ein bisschen links oder rechts fährt. Dass sie zu viel Gegenfeuer bekommt. Ach, das war zu weit. Genau, torpedieren. Kriegst einfach nicht weg, das Schiff. Ah, Torpedos sind daneben. Ach, scheiße. Die KI ist dran vorbeigefahren. Wie kannst du es nur wagen? Tsikasa. Keiner hat dir erlaubt, vorbeizufahren. Oh, da war ein Treffer. Jetzt war er. Nummer 1, der ist auch gleich weg, die Tsikasa. Der Batterie geht hier los. Ist Geschichte. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ein Blade haben wir mittlerweile verloren und. Hinter uns sind noch welche. Ja. Volltreffer! Das ist gut. Geh mal so ein bisschen. Der ist weg, der ist Geschichte. Kanonen drehen sich aber richtig gut schnell. Also, naja, gut. Die Tsikasa oder Tsikasa, ja genau, Tsikasa ist doch ein bisschen langsamer. Ich kann es noch nicht so gut einschätzen. Die Schnelligkeit der feindlichen Schiffe. Vor uns ist auch einer. Scheiße, das ist viel wichtiger, glaube ich. Links und rechts vorbeigefahren, geschossen. Och Mann, was für ein Streuverhalten. Nein, das war. Ach, Kacke. Ich hab's durch das Wassergeraffel nicht gesehen. Torpedos voraus. Gut. Zerstört. Der nächste, der ist schon zu nah. Auch wieder, ey. Kannst du fast direkt schießen. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Na, hoffentlich treffe ich hier meinen Kollegen nicht. Komm, wir holen uns mal um die da. Ich
Oh, da ist auch noch eins, habe ich gar nicht gesehen. Hallo. Du bist auch hier, Zikasa. Ach, dann machen wir doch hier weiter. Also an Zielen kann man sich auf jeden Fall, dass es so wenig Ziele gibt, kann man sich nicht beschweren. Das sind ja Katapulte, die gehen natürlich übelst einen auf den Sack. Ich hoffe, wir zerstören noch alle rechtzeitig. Ja, hinter uns sind ja auch noch welche. Der Batterie war bei 4 Kilometer, da kommen wir jetzt in Reichweite. Wir brennen. Ist aber nicht so schlimm. Wenn ich nicht reinfahre, ist mir das Wurst. Den, dann geht der uns auch nicht mehr auf den Senkel. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Schön verrecken. Oh, wir brennen ja wie ein Weihnachtsbaum. Upsala. Habe ich ja jetzt erst gesehen. Der scheint ein bisschen stärker zu sein. Unsere Transylvania hat glaube ich schon mehr als 50% verloren. Komm, wir drehen. Jetzt müssen wir den nochmal kaputt machen, der ist glaube ich einfacher. Dann holen wir uns ja den Endgegner Rasputin. Ja, fehlgeschlagen, schade. Ich kam einfach nicht hinterher, verdammt. Rennen wieder wie ein Weihnachtsbaum. Ich warte aber nochmal ab. Der zieht nämlich geradewegs nur auf, unsere Transylvania. Das wollen wir nicht. Schieß auf mich, komm. Ich lösche nochmal. Feuer. Ah, der ist noch ein bisschen flotter. Oh, wir müssen davor. Stirb, Rasputin, stirb! Ich ramm dich gleich. Alir ramm, komm. Nee, er ist weit weg, schade. Ah, können wir doch noch kommen. Soll er mich rammen? Oder ich ramm ihn, ist egal. Vielleicht kriegen wir ihn. Wir kriegen ihn noch. Ja, die Transylvania hat es fast zersägt. Oh, ich hätte fast drauf geschossen. Sollte man nicht machen. Ja. Haben wir noch was vergessen? Ja gut, wir begleiten jetzt noch das Schiff, aber mit Ziska da hinten lebt. Also genug Feinde gibt es, um die Nebenquests zu machen. Problem gelöst. Ja, aber leider wurde die Transylvania zu sehr beschädigt. Also wir haben echt, guck an, 580.
Das ist nicht viel. Absolut nicht. Aber haben es gepackt. Das ist, wie gesagt, das aktuelle Szenario. Ich werde es aber nochmal... Ich weiß noch nicht, ob ich zu jedem der drei Schiffe, die ich gerade zur Verfügung habe, ein Video mache. Oder ob ich vielleicht jetzt einfach nochmal mit dem Blade spiele. Unternehmen abgeschlossen. Mission complete. Aber was mich auch gleich interessieren würde, ob es irgendwie, ja, was Tolles gibt. Keine Ahnung. Punkte, Dublonen kann man ja immer gebrauchen. Gucken wir mal. Nur 3 Sterne. Nicht gut. Das geht besser. Das geht besser. Ja, Punkte ist jetzt nicht so viel. Was man also... Ja, Geld kriege ich mehr, wenn ich mit meiner Bismarck spiele. Aber es ist wie gesagt nur Stufe 3. So, kriegen wir ja irgendwelche besonderen Kisten. So, Sieg, ja toll. Und das war's. Erfahrungskosten müssen wir auch noch zahlen und mehr gibt's nicht. Hm? Guck mal kurz ins Arsenal oder so. Ja, noch haben wir auch dieses Royal Navy. Die Geschichte läuft ja noch. Aber hier haben wir jetzt kein Halloween Special. Hier ist nichts Halloween. Na gut, vielleicht fängt das ja auch an, ne? Ah, da. Warte mal. Kampfaufträge. Nee, Kampfaufträge war nichts. Doch hier. Gehen Sie in ein Gefecht. Ein Zufallsgefecht gestartet werden oder Koop-Gefecht oder Szenario abgeschlossen. Was kriegen wir dafür? Okay. Enddatum 22.11. Gewährte Gefecht, Koop oder Szenario abgeschlossen werden. Ah, Bedingungen. Für Abschluss Flugzeugträger 5 oder drüber. Ah. Ja gut, dann kriegen wir halt so einen Flugzeugträger, einen 8er. Da schalten wir dann auch die 8er. Muss ich mal gucken. Haben wir noch irgendwas? Nö, Events. Vom 18.10. bis 22.11. Der Kürbis brennt und Rasputin ist hellwach. Beweisen Sie die Willensstärke und Durchhaltevermögen und tilgen Sie ihn und seine Schergen vom Antlitz dieser Welt. Ja, haben wir ja gerade gemacht. Erfolgreich. Hm. Ich hätte eigentlich noch gehofft, dass es irgendwie Halloween... Ich habe doch vorhin irgendwas gekriegt hier, verdammt. Ich habe da bloß nicht drauf geachtet, aber dann habe ich mich wohl geirrt. Hm. Haben wir hier irgendwas Tolles? Ja, doch, hier. Hier haben wir einen Container gekriegt. Ja, cool, aber nur so blaue Lagune. Hm? Haben wir da noch einen gekriegt oder ist das der einzige? Ja, man kriegt so kleine Kisten. 5000 freie EP nehme ich auch immer gerne. Ach so, das ist wieder eine andere Kiste. Verdammt. Gut, dann kann ich noch ein Containerchen sammeln, aber Halloween-Container kriege ich nicht. Dann holen wir mehr Kohle. Und dann haben wir das auch. Kohle, Kohle, Kohle und freie EP. Wunderbar. Ja, das war's erstmal soweit zum Halloween-Special. Ich werde gleich nochmal mit der Blade rumfahren und je nachdem, wie die Runde wird, mal gucken. Vielleicht lade ich sie hoch. Ah ne, wir wollen den Flugzeugträger haben. Ha, dann spiele ich gleich mal mit dem Flugzeugträger und mal gucken, ob ich da den Flugzeugträger, diesen Halloween-Flugzeugträger kriege. Und ja,
Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch irgendwie Sachen wisst, wie ich hier die Stufe 8 Schiffe aus der Halloween-Kollektion freischalten kann, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mich noch irgendwie irgendwelche Tipps und Tricks habt, könnt ihr auch gerne reinschreiben. Lob und Kritik natürlich auch. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren und schreiben. Ihr könnt mir auch schreiben, dass ich, wenn ich, wie gesagt, ich bin der Teilzeit-Heinrich, wenn ich mehr Videos zu World of Warships machen soll, dann einfach ab in die Kommentare und dann mache ich mehr Videos dazu zu dem Thema. Kein Problem. Ja, das war's dann erstmal von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.